Alter, was guckst du? Herzlich willkommen in Finchys Welt zum siebten Part von Far Cry Primal. Wir haben im letzten Part herausgefunden, dass wir einige Sachen neu können, beziehungsweise neu sammeln können. Wir müssen ein paar neue Dorfbewohner hier an Land ziehen, ein paar Spezialisten. Das werde ich aber erstmal nicht tun, beziehungsweise werde ich vielleicht schon gleich einen Angriff nehmen, aber... Ah, Takars Höhle. Wir können meine Höhle auch, wir können meine Höhle auch upgraden. Dafür brauchen wir Schilf und mehr Ziegenfell. Das lässt sich ja einrichten. Was haben wir denn hier in der Beutetruhe für heute? Belohnungslager öffnen. Haben wir irgendwas Besonderes drin? Wir haben da Alderholz wieder mal jede Menge. Und das war's. Verdammt nochmal. Ich möchte hier, gefälligst, Schilf. Und was hätte ich noch? Was brauche ich noch? Ziegenfell, ne? Oder was war das? Ziegenfell. Okay. Jo, das hier brauchen wir nicht wieder rein. Das haben wir im letzten Part gemacht. Das heißt, wir ziehen sofort los. Mit ganz großen Schritten. Der Peter packt der Heidi von hinten an die Schultern. Das hebt die Stimmung. Ja, da kommt Freude. Oh, was ist das denn? Krass. Öffnen. Hier könnte ich jetzt mit... Wie heißt er noch? Kann ich zoomen? Ich kann zoomen. Hier könnte ich mit Tensei reden. Ich könnte auch mit den anderen schon reden. Beziehungsweise kann ich nicht. Wir reden mal mit Tensei. Das machen wir mal. Mal gucken, was der gute Mann zu sagen hat. Na gut, okay, dann machen wir das halt doch. Ich wollte zwar die Story noch nicht weitermachen, aber gut. Alter. Hat sie jetzt mitgetrunken oder was? Udam. Okay, eine neue Vision. Sieh durch die Augen Udams. Was für ein kaputter Mongo. Du kannst deine gezählten Bestien mit der 1 Befehle geben, wenn du mit deiner Eule auf Erkundungsflug bist. Ja, nö. Das, vielleicht braucht man es später, aber das, sowas mache ich nicht gerne. Dann ist die Bestie so weit weg. Vision des Eises. Finde die Steinfrau. Alles klar, wir sind im Eis. Die Kälte tötet die Udam. Ist das Udam, oder was? Alter, was ist das für ein Gorilla hier, ey? Michael. Ja, ja, ich gehe schon. Okay, eine Keule mit Stacheln dran. Finde die Steinfrau. Oh. Ja. Es fliegt eine. Wo ist die Steinfrau? Alter. Boah, ist das ein brutales Teil. Geil. Ist ja unglaublich. Wer schießt? Beziehungsweise wer. Hallo? Alter. Heilen? Kann ich mich heilen? Bam! Das krasses Teil. Habe ich die beide auf einmal weggeschnitzelt? Nee, doch nicht. Verschwinde! Bams! Geil. Wer bist du denn?
Alter. Wie er hier abgeht. Die Waffe muss ich so haben. Höh. Was haben die hier gebaut? Schwinde! Kopfnuss. Alter Schwede, das ist... Was passiert hier? Titten. Pump Titten, was? Okay, also das ruckelt nicht, falls ihr das denkt, das ist so. Ist aber sehr strange, finde ich. Alter, aua. Stück Kacke. Ui. Ich bin trotzdem da. Haha. Ich werde immer wieder geheilt da unten, ne? Aber was ist das denn? Wieso? Was geht denn hier vor sich? Kann ich hier Waffen ändern? Nein. Folge der Steinfrau. Die laufen, diese Typen hier. Okay, zum Glück sind die alle One-Hit. Mit diesem Ding. Eieiei. Okay. Alter, verschwinde. Boah, der ist aber hartnäckig hier. Okay, ich habe alle, glaube ich. Oh no. Ach so, die kann ich werfen, die Dinger. Wo sind die denn her? Alter, das sind nur diese Hardcore-Typen. Oh Gott, mein Daumen, Finger, Alter Schwede. Ich krieg hier einen Krampf im Finger vom Drücken. Ich muss mal ein bisschen weglaufen. Aber heftig, ich denke mal, das war jetzt der letzte. Also das letzte Mal, dass ich hier irgendwie so. Okay, sehr schön. Zerstöre die Steinfrau. Ums. Warum sterben wir? Gute Frage. Warum sterben wir? Vision des Eises abgeschlossen. Cool, da haben wir eine neue Vision abgeschlossen. Das wollte ich eigentlich gar nicht tun, aber gut. Machen wir was Neues. Bei den Aufgaben Venger helfen Eskorte, führst du deine Venger sicher durch gefährlicheres Gebiet. Gefährliches Gebiet. Nee, ich mag keine Eskort-Missionen. Egal wo. Seilers Mutter bemalte ihren Kopf mit irgendwas. Mit Nutella. Gott, dieses Spiel macht mich zum... Udam Shasquan Islak.
Udams. Masup near Bacham. Udar. Udar Plahagwar Pati. Ich möchte aber bitte nicht noch eine Vision jetzt. Ah, okay, super, perfekt. Okay, was hat das jetzt uns genau gebracht? Man weiß es nicht so genau. Kann ich hier irgendwas aufwerten bei dem Kerl? Großes da war. Was zum Teufel? Also, Belohnung. Finde Zutaten 1 von 2. Nee, finde Zutaten. Upgrade 1 von 2. Alter Holz fehlt jede Menge. Schiefer fehlt. Schilf, alles klar. Hier können wir doch gar nichts upgraden. Wir können da drüben jetzt mit Seila reden. Oder aber wir. Nee, wir müssen mit Seila jetzt reden. Ach ja, gut, dann komm, dann machen wir das halt. Dann mache ich halt im nächsten Part so ein bisschen Erkundungsgedöns. Haben halt jetzt eine neue Vision dazu bekommen. Was auch immer das genau uns jetzt bringt. Mal gucken, was Seiler sagt. Ich hoffe, es kommt nicht wieder direkt hier so ein. Ja, ne? Da. Smarkakata. Shaskau himshalla, masi waichai hatrawana, palhu sashwalim huhaya, ukauhi waida, tu sasakwi. Die Knochenhöhle, Aufgabe zum Kartenmenü hinzugefügt. Alles klar. Bei der Tante hier können wir auch noch nichts erweitern, nicht wahr? Ach, jetzt scheiße, fehlt ja genauso viel. Mammut, was? Zum Teufel, Moment. Mammuthaut, ah, alles klar. Das heißt, wir müssen irgendwann Mammuts killen. Okay, wir haben, rauszoomen. Ach, stimmt, die waren ja voll weit weg, die. Oh Gott, ey, wo muss ich denn hier hin? Guck mal da. Ach, da haben wir auch Darwa. Suche die Knochenhöhle, das macht man nicht. Wir gehen, unbekannter Ort. Erkunde diesen artigen Ort und entdecke das Land von Oros. Damit fangen wir mal an, würde ich sagen. Machen doch noch ein bisschen Entdeckungstour und dann grasen wir einmal quasi alle Aufgaben so ab jetzt mit. Bietet sich ja irgendwie an, ne? Oh, ja, ja. Alter Schwede, sieht schon sehr cool aus alles hier. Das, da bin ich mal wieder von beeindruckt. So, dann kommt mein Löwe. Mein Löwe, sage ich schon, mein. Verdammt. Ist er gestorben? Ja, ne? Ist hier umgefallen. Oder? Ja, hier liegt er. Schön. Hirschhäuten. Damit könnte ich ja dann, glaube ich. Die Hirschhaut habe ich. Jetzt fehlt noch Schilf, ne? Da unten ist doch Schilf. Mein Tiger ist auch wieder da. Wunderbar. Wie Tasche voll. Ich kann nichts nehmen. Tasche für Hirsch. Okay. Herstellen. Wo ist es? Da. Handwerk. Beutetasche. Was habe ich noch alles drin? Waffenrohstoffe, Tierfett, Hartholz, Feuerstein, Tierhaut, Knochen, Bienenschwarm. Okay, hab ich gar keinen. Tontopf. Vorkommt Nutzung, stelle Tobsuchtbomben her. Okay. Nahrung, Fleisch, Waffen, Tierhäute da unten. Tierhaut. Ah, okay. Errichte Hütten im Dorf auf bessere Dings. Gibt's ja nicht irgendwas, wo. Ja, was mir quasi. Beliebe Bestien im Bestienmenü wieder und stelle ultimative Booster im Nahrungsmenü her. Okay. Handwerk. Okay, um größere Schleuder, Bogen, Köcher, Keulengürtel, Jägergürtel. Kann ich ja noch nicht irgendwie. Stachelbombe. Eingeweidetasche. Was bringt mir die? Eingeweidetasche? Kann ich Eingeweide mit mir rumtragen oder was? Ich möchte doch bitte einfach nur eine größere Beutetasche. Wo kann ich denn das machen? Tasche. Derzeit trage im Taschenmenü die Standardmenge von Gegenständen bei dir. Upgrade, trage 50% mehr Waffen, Rohstoffe und Nahrung bei dir. Okay, sehr schön, aber dafür muss ich erstmal hier diesen, wie heißt er? Voga muss ich dafür holen. Tobsuchts, Spitzer, Standspiel, Falle, okay, die können also alle irgendwie Schleuder, Langbogen, Doppelbogen. Skandär, zweihändige Keule, Winterkleidung. Deine Kälteanzeige ist nach 4 Minuten aufgebaut. Deine, ah, wenn ich irgendwo in die Kälte muss, dann muss ich dieses
von dem die Sachen da haben. Tobsturzbombe, Feuerbombe. Ja, das beantwortet jetzt immer schon eine Frage, wo ich denn die... Ist das hier dann das einzige? Tasche. Na gut, Fähigkeiten. Dorf. Venja-Stammbevölkerung, 12 Stammesangehörige. Mhm. Beutetasche. Ich möchte die vergrößern. Es geht hier aber nicht. Das ist scheiße. Naja. Gut. Nützt mir nichts. Dann laufen wir mal zurück zum Dorf, beziehungsweise machen das mit Karte und dann hier mein Dorf. Schnellreise. Jawohl. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie meine Hütte aufbauen können jetzt oder was wir da irgendwie machen können. Was haben wir hier? Das ist die Belohnungsdingens. Ist da irgendwas drin, was Neues? Nein. So. Meine Hütte ist hier. Was brauche ich dafür noch? Ziegenfell brauche ich doch. Das hätte ich doch eben gehabt. Ist hier nicht so ein Lager? Kann ich hier nicht meine Sachen irgendwie einlagern? Nee, ausruhen möchte ich mich nicht. Ich möchte doch einfach nur irgendwas... Ich spüre die Fette des Tieres mit dem Jägerblick auf. Ja, ja, schon klar. Ne, hier unten ist ja auch nichts, wo ich irgendwie... Hallo. Ah. Okay. Nee. Ich muss hier jetzt irgendwie das Zeug loswerden. Am besten kann ich den hier... Ja, das können wir schon mal machen. Köder. Fleisch möchte ich eigentlich nicht zu viel verbraten. Denn du weißt ja, ich brauche das ja immer zum Heilen immer wieder, ne? Ziegenfell. Aha. Wieso hängt da jetzt, wieso kann ich das jetzt... Okay, Takars Höhle. Belohnung für Upgrade, das haben wir da. Bogen, Upgrade, Keulen, Upgrade, Stachel, Bombe und XP. Verbessern wir das Ding einfach mal, dann haben wir es. Und können dann wieder losziehen. Voll gut, wie sie sich freuen, dass ich meine eigene Hütte jetzt habe. Takars Höhle, Belohnungen, Überlebensfähigkeiten, Bogen, Upgrade, haben wir eben alles gelesen. Akzeptieren. Geil. Jetzt müsste ich auch neue Fähigkeiten haben. Richtig. Was haben wir denn da Schönes? Eieieiei. Wildhunde zähmen, Wildkatzen zähmen. Das haben wir ja alles. Das ist alles nur für diese Kackeule, ne? Pflanzen werden auf einer Minikarte angezeigt. Ich glaube, ich hebe diesen Punkt erstmal auf. Ne? So. Kann ich denn hier irgendwas Schönes machen? Upgrade, schnellere Feuerrate, Südstein und Südsteinstaub. Aha. Da brauche ich auch, guck mal da, Südahorn, was brauche ich denn alles für? Meine Fresse. Okay, das bedeutet, dass wir hier, Belohnungslager, ist da mittlerweile was Neues? Ich gucke wieder rein. Nein. dass wir hier jetzt nichts mehr machen können, in der persönlichen Höhle ansehen. Das heißt, wir haben jetzt hier oben, ist es meine Hütte. Ist es nicht schön? Cool. Überhaupt so sind voll viele in meiner Hütte. Was soll das? Das ist für Bevölkerung, brauchst du noch mehr Takars Höhle, Belohnung. 3000 Erfahrungspunkte. Aha, also ist das auch abgesehen von, ich weiß nicht, was man da noch freischalten kann, wenn ich meine Höhle jetzt upgrade. Bekomme ich dann nur ein paar Erfahrungspunkte, was ist nicht so mega wichtig ist, finde ich. So, wir wollten aber zu diesem Teil da rennen. Das machen wir noch. Takar. Ole, 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 ole. So. Wo kann ich denn jetzt bitte sehen, wie viel in meiner vergammelten Beutetasche drin ist? Was geht hier vor sich? Verdammt.
ist mein Wolf gerade angekommen, nicht wahr? Hallo Wolfi. Ist die Tasche schon wieder voll? Mann, das geht mir echt auf die Eier. Noch mehr Schiefer. Schiefer. Feuerstein. Tasche voll, du kannst nichts nehmen. Ach ja. Vielleicht muss ich das im Dorf irgendwie machen, da oben. Egal, wir latschen mal hier hoch. Wir erkunden mal so ein bisschen. Denn da hatte ich ja markiert, nicht wahr? Wo ist der Wolf hin? Ziegenrennen da hoch. Was ist denn hier oben jetzt? Hier ist doch ein seltener Ort oder sowas. Oder ein magischer Ort. Fadasi-Höhle. Ui. Okay. Okay. Da gehen wir nicht rein. Nope, da gehen wir nicht rein. Hallo Wolf. Komm Wolf, wir gehen. Gegen so einen Säbelzahntiger. Mm-mm. Dafür brauche ich diese komische Kralle, nicht wahr? Wo haben wir denn hier noch was auf der Karte? Leuchtende Handabdrücke, die auf Orte mit starker Geistesenergie hinweisen. Ja, ich müsste da oben hoch jetzt quasi, ne? Soll man denn mal zu der Tante hier laufen? Den Wegpunkt können wir uns hier mal setzen. Nahrung und Gesundheit. Das Geschwindigkeitsbooster-Rezept freigeschaltet. Drücke, um das Nahrungsmenü zu öffnen und die anzusehen. Aha. Sammel Fleisch, Pflanzen, um Nahrungsrezepte zu stellen. Hilfst du? Ah, lalalala. Rezepte. Was haben wir denn da? Fleisch. Nahrung, primitive Heilung, einfache Heilung, Essen bei voller Gesundheit nicht möglich. Ja. Notdürftige Heilung, volle Gesundheit. Dieses Nahrungsrezept wird freigeschaltet, wenn du Seilers Hütte auf Level 2 verbessern hast. Dann können wir hier unten Geschwindigkeitsbooster. Du sprintest 33% schneller, kannst schneller schwimmen, länger den Atem anhalten. Aha. Mit entsprechender Fähigkeit und primitive Heilung. Mhm. Notdürftige Heilung. Okay, das hatten wir das in den Fähigkeiten nicht drin gehabt. Mit der Heilung hier oben. Verbesserte Gesundheit. Primitive Heilung 1. Halte gedrückt und manuell einen Gesundheitsbalken. Primitive Heilung 2. Stellt bei der manuellen Heilung plus einen Gesundheitsbalken her, bis zu 3 Königsland wiederhergestellt werden. Verbesserte Gesundheit 4. Hm. Okay. Das, ja. Oh. Entzünden. Bestie heilen. Dings hier. Meine Bestie ist schon wieder tot. Verdammtes Kackteil. Komm her, Bestie. Kann ich den irgendwie auch hier. Aber das kann ich doch eh nicht. Meine Tasche ist doch eh voll, ne? Braunbären. Eine Tasche ist eh voll, ne? Braunbärenfell und Tierfett, Tierhaut, Tasche für Fleisch ist fast voll. Ich kann nichts nehmen. Ist das ärgerlich, ey. Wieso rutschen wir den Berg hier runter? Komm, Wolf, wir gehen.
So. Den Bogen, das gibt mir so ein bisschen das Jäger-Feeling. Aber ich würde sagen, bevor wir oben bei... Eieiei. Da hinten ist... Was ist das? Halt. Zähmen wir das Vieh mal. Jaguar gezähmt, zum Bestienmenü hinzugefügt. Cool. Ich möchte aber meinen Wolf wieder rufen. Oder sollen wir den mal mitnehmen? Ach, wir nehmen den hier mal mit. Wir gucken nochmal eben die Fähigkeiten rein. Wir haben ja zwei neue Dinger da. Verbesserte Gesundheit 2 wäre ja vielleicht nicht verkehrt. Hocksprinter, da können wir wahrscheinlich in der Hocke sprinten. Pflanzenentdeckung, das brauchen wir nicht. Seltene Rohstoffe finden, würde ich auch sagen, wir sammeln seltene Holzstücksteine, Schliff zu finden. Und immer noch Eule-Angriff. Ne, wir machen hier oben tatsächlich mal verbesserte Gesundheit 2, damit wir da ein bisschen, haben wir 4 Balken Gesundheit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.